Die Kiste war lang explodiert. Ich hab doch die. Ich hab's doch auf den letzten Frame erwischt. Auf das letzte 50stel einer Sekunde. Das ist nicht wahr. Oder 25. Ich glaube, keine Ahnung, wie viel FPS dieses Spiel läuft. Ich glaube 25. Das weiß ich, ist mir auch egal. Das ist. Ich will nicht mehr. Ich dachte, ja, das Spiel in 3 Stunden durch, ganz locker, kein Problem. Von wegen. Ich bin froh, wenn ich in 5 Stunden fertig bin hier, wirklich. Ich bin echt froh. So. Okay, merken, auf der 4. Kiste kann man bedenkenlos den Body Slam machen. Falls ich hier nochmal reinkomme und es nochmal brauche, vielen Dank, jetzt weiß ich's. Ich bin nicht sauer. Okay, ich. I can't even. So, können wir bitte. Danke. Danke. Wunderbar. Der erste Abschnitt ist wirklich nicht mehr schwer. Das Problem ist, dass es wirklich schwere. Dass relativ gesehen wirklich schwerer am Ende kommt. Wenn man alles vorher verkackt. Also, nee, wenn man ganz am Ende verkackt, dann muss man alles vorher halt nochmal machen. Du stehst dann nämlich da wie Arsch, wenn du sie hinbekommst. Einfach, so. Jetzt warte ich wirklich ab. Geschehen. Und alles nochmal. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, eins, zwei, drei, vier. What? Ist nicht euer Ernst. Okay, komm, ich springe einfach hoch. Um jegliche Wackness möglichst zu vermeiden. Ja! Ja! Ich muss nur noch wissen, wo ich gestartet bin. Oh, es kommt rotierende Plattform. Ist es nicht euer, das ist nicht mein Ernst. So, lassen wir uns eben zurückfahren, kein Problem. Ich habe sowas von Zeit. Okay. Alles gut. Wo, irgendwo. Uiuiui. Nein. Nein. Und alles nochmal. Alles nochmal. Ich hasse es. Ich hasse es. Oh, endlich gibt es die Versagermaske. Vielen Dank. Ich ficke euren Rap. Das ist nicht wahr. Das ist mir echt, es ist mir inzwischen nur noch egal. Es interessiert mich nicht mehr. Also was Fakt ist, nur dass wir uns hier mal jetzt nicht falsch verstehen, Freunde, ja? Dass wir uns nicht falsch verstehen, Freunde, ne? Dass wir uns jetzt mal nicht falsch verstehen. Was ich nicht tun werde. Alles ficken. Nein, was ich nicht tun werde, ist dieses ganze Level mit seinen ganzen Kisten nochmal zu spielen. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das wird nicht passieren. Das wird zu 0%. Was kam denn hier? Ich hab's vergessen. Ich glaube, da kam eine ganz normale Plattform. Ja, genau. Das war doch gerade vorbei. Ach. Ich werfe gleich irgendwas durchs Zimmer. Das ist doch nicht wahr. Also nochmal. Wenn ich hier Game Over gehe in dem Level, dann gehe ich halt Game Over ganz einfach. Dann also, dann machst du nix und nix. Das letzte Mal, dass ich so aggressiv war, war, glaube ich, bei FIFA Street 2, wo ich wirklich, da bin ich fast ausgerastet. Ist nicht schlimm, nicht schlimm, kein Problem, nicht so schlimm. Nicht so schlimm, schalalalala. Nicht so schlimm, schalalalala. Nicht so schlimm, schalalalalalalala. Ich wünsche euch fröhliche Weihnacht, schalalalala, lalalala. Ich bin so sauer. Ich kann... Ich glaube, ich muss das Level einfach wirklich nochmal machen. Weil es... Ich bin ein trauriger Schatten meiner selbst und dieses Ding hat mich gerade gerettet, nur mal so am Rande. Ich wäre gestorben ohne meinen Freund, den Affen.
Nee, ohne meine Frau die Flamme. Quatsch, Affe am Arsch. Ohne meine Frau die Flamme wäre ich jetzt tot. So, was kam hier nochmal? Da war Feuer, ne? Und das war's. Hier sind keine Kisten mehr. Okay, okay, okay. Okay, okay. Wie lange habe ich das jetzt gebraucht? Weiß nicht, Viertelstunde vielleicht, Loni? So, läuft bei dir oder was? Nein. Okay, warte. Gab's hier irgendwelche Kisten auf dem Rückweg? Ich glaube, die Antwort ist ja und ich glaube, die Antwort ist eine. Also, nee, zwei sogar. Zwei. Und zwar die hier noch. Und ich glaube, mehr Kisten gab's auf dem Rückweg nicht. Wenn es doch mehr Kisten gab, dann bin ich gefickt. Komm, ich vertraue darauf, dass da nicht mehr ist. Ich vertraue auf mein Gedächtnis. Wenn es nicht stimmt, dann bin ich eben im Arsch. Im Arsch! Ja! Okay. Und deswegen sollte man eigentlich, wenn man den Edelstein hat, sich umbringen und den ganzen Weg vorwärts gehen. So schön es war, hier zu skillen. Es war wirklich toll. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, das Level hier kaputt zu skillen, aber das ist nicht der Sinn des Lebens. Das kann nicht der Sinn sein, so sehr grasi zu werden. Das geht nicht, Freunde. Mit das geht nicht, meine ich, es geht überhaupt nicht. Das kann. Und es ist nicht. Ja, ich habe einen Jackpot. Ich bin so glücklich. Ich fühle mich so glücklich, als würde ich heiraten, aber was ich weiß nicht. Ich habe kein. I can't even. Bitte sag. Bitte, das bitte, das bitte. Ja, ja, ja. Ja. Du kannst aber wissen, dass das alles in eine Folge kommt. Das werde ich nicht aufsplitten. Never. Never, Junge. Alter, mein Herz. Leck mich am Arsch. Alter, hier, ich habe eine Nachricht übersprungen. Ach, scheiß drauf. Ist mir egal, ich will es nicht mehr wissen. Ich will es aber auch nicht, weil ich will die Aufnahme am Stück durchziehen, einfach weil ich... Ich will nicht Pause machen. Will zack und durchziehen und fertig. Das ist sonst auch irgendwie blöd. Es gibt Projekte, die sollte man einfach nicht in zwei Teilen aufnehmen. Das gehört dazu. Meiner bescheidenen Meinung nach habe ich recht. So wie immer natürlich. So, einmal außen rum, kein Problem. Das wäre erst der Anfang. Ich habe ja gesagt, in diesem Level, wer sich erinnert, vor ungefähr 45 Minuten habe ich mal was über dieses Level gesagt. Dass wenn wir da landen, dass es echt unschön wird. Ich dachte, ey, Slam drauf, aber gut. Dass es wirklich unschön wird, und zwar die Todesroute. Die Todesroute wird genau, es wird eine Todesroute. Sie hat nicht so dahin gesagt, ja, Todesroute, nein, nein. Das wird wirklich. Hier gibt, das ist kein Spaß mehr, Freunde. Spaß ist, kostet 9,99 extra, also ich. Von Spaß war hier nie die Rede. Ich glaube. Ja, genau. Und das habe ich, das ist die erste Bonuskiste. Schon wieder habe ich das Spiel verarscht. Ganz einfach. Also merken, nach den 6, jetzt sind 10 TNT-Kisten. Und hier oben war was, genau. Und das meinte ich eigentlich in Level 2, das habe ich verwechselt. Das hier, das, ich habe nicht dran gedacht. So, war hier nicht? Ne, hier werden alle zerstört. Ich glaube, das kommt gleich. Genau, ich muss diese Dinge extra aktivieren. Und das ist gemein, das kann man wirklich vergessen, das ist auch so beabsichtigt von den Programmierern. Weil die Kiste stand weiter weg von den TNTs und liegt nicht in ihrem Explosionsrad. Wenn man denkt, oh, TNT, ich muss ja nur eine aktivieren, dann komme ich schon durch. Ja, Pustekuchen. Von wegen. Und ich habe es riskiert, weil ich wusste, ich habe die Maske, aber eigentlich hätte man entweder noch schneller sein oder warten müssen. Eins von beiden. Hier sollte man, soweit ich weiß, hier ist es, glaube ich, sinnvoller, den Checkpoint nicht zu aktivieren, auch wenn ich mir gerade mein eigenes Grab schaufel. Aber ich glaube, hier sollte man, ich glaube, da war was. Wenn nicht, ja, dann eben nicht, dann Pech gehabt. Okay, nochmal ganz ruhig. Ich muss ja sowieso nochmal hin, einfach wegen dieser
wegen dieser Umrandungskiste. Das ist auch so ein mega Safe-State-Kandidat. Also dieses Level ohne Safe-States ist einfach nur Hölle. Ich sag das nicht so, das ist kein Witz. Das ist, ich meine das echt. Ich glaube, man sieht wieso. Also, dass ich hier gerade überlebt habe, ist auch irgendeine komische Gottesmaske war gnädig mit mir oder so. Ich weiß auch nicht. Eigentlich sollte ich zu dem Zeitpunkt zwei Masken haben, aber wer Wackness nicht kompensiert, der muss eben damit leben. Ganz ruhig. Schön alles aktivieren, was geht. Alle Gegner weghauen, die gehen. Ja, nichts. Ja, die Nitrogisten hier kann ich nicht weghauen, aber der muss ich auch gar nicht. Ist nicht so schlimm, ist nicht so schlimm. Ficken! Ist nicht so schlimm, na klar. Also machen wir eben alles nochmal von hier aus. Das Ding ist, immerhin habe ich schon den, das Bonuslevel habe ich schon. Ist vielleicht nett gedacht, aber ich sollte nicht probieren, die Eiszapfen. Man sollte wirklich abwarten. Wenn man kein Überpro ist, sollte man bei den Eiszapfen wirklich abwarten. Tipp von einem möchtegern Überpro an euch da draußen. Wobei jeder, der das Spiel kennt, der weiß auch selber, was hier abgeht. Der muss ja nichts erzählen. Witzig, aber interessant hier. Mit einer offensichtlich bildmäßig nicht gestreckten Plattform. Das Bonuslevel verdeckt. Zack. Jawohl. Wie gesagt, wer schnell genug ist, hat kein Problem hier. Wer es nicht ist, der heißt Lumi. Der Grund, warum man den Checkpoint nicht aktivieren sollte. Angenommen, man schafft die Todesroute, dann muss man wieder zurück wegen dieser Umrahmungskiste. Und dann kommt man nie wieder raus. Und wenn man wieder rauskommt, hat man den Checkpoint eben, um sich zu... Das war so unglaublich weird. Dann hat man den Checkpoint, um sich abzusichern. Und wenn man das nicht macht, dann hat man den eben nicht. Wenn man stirbt, obwohl man die Todesroute fertig hat, Pustekuchen. Alles weg, alle Kisten weg, alles nochmal. Deswegen so irrational es erscheint, weil man irgendwas davor nochmal machen muss. Ach, die kann ich auch auf dem Rückweg holen, das ist jetzt nicht so schlimm. Sollte ich aber nicht, weil da ist eine Maske drin, fällt mir gerade ein. Also. Ja. Ich verstehe nicht ganz, warum ich hier nicht draufgesprungen bin auf die Pfeilkiste. Aber egal, egal, egal. Also ich hab die Maske. Also ich hab die Maske. Die Maske. Und zack. Das ist übrigens die einzige Möglichkeit, sich auf Eis, auf instantan auf Geschwindigkeit 0 zu bringen. Body Slam. So, jetzt kommt die Nitro-Kiste wieder, die Nitro-Route. Vor allem bei diesem Ding hier hinten, ich bin immer am Abkacken, das ist schlimm. Und warum habe ich das jetzt geschafft? Was zum Fick? Egal, ich habe. Warte mal, jetzt bin ich verwirrt. Kurz nachdenken, Moment. Ja, ich glaube, ich bin doof. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich doof bin. Also nochmal. Der Plan, ich wusste den Plan einfach nicht mehr. Das Problem ist, wenn ich den Edelstein jetzt genommen hätte und einfach weitergemacht hätte, klar, die Kisten von vorher hätte ich nie wieder gesehen. Und auch die Kisten, die es hier oben noch gegeben hätte. Weil das war ja offensichtlich woanders, die hätte ich nicht wieder gesehen. Also ich muss den Rückweg antreten, aber ich muss da auch runter, um den Edelstein zu holen. Heißt, ich muss ganz offensichtlich zweimal gehen. Oder wirklich gut und schnell sein, eins von beiden. Um diesen Igel hier zu zerstören, aber... Das hilft mir auf der Todesroute trotzdem nicht. Ist doch egal, hauptsache ich bin hier gleich durch und hab alles, was ich brauche. Ich habe einen Edelstein, hätte mir das beim ersten Mal vollkommen sparen können. Die ganzen Kisten auf dem Hinweg einzusammeln. Habe ich nicht dran gedacht, aber... Hier sind wir und sind wieder ein Stück schlauer. Also, okay, und diese Kisten, sie gehören all mir. Ja, das waren alle. Alle, die da bisher sind. Ich glaube, die letzte Kiste, die da wartet, ist im Leben. Du blöder, was bist du so spitz, Junge, was soll das? Nein, nein! Na, fuck! Ich will doch zwei Masken. Ich weiß doch, warum ich zwei Masken will. Ich will doch nicht, weil ich Spaß dran habe, Freunde. Das war so knapp, dass es eigentlich schon wieder unbeschreiblich knapp war. Also, die ganze Route nochmal. Warum? Was soll denn das?
Baby. Ich glaube, ich höre mir manchmal selber nicht zu. Ja, ja, den Bodyslam kann man so und... also, auf Eis stoppen kann man so und so. Aber es dann einfach nicht machen, ne? Das ist auch Intelligenzbolzen Level 18. Ja, 18, wirklich. Ich habe bewusst die 18 gefehlt. Habe ich nicht. Aber das ist doch blöd, wirklich. Das ist... so unnötig hier, wirklich. Das hätte hinten und vorne nicht sein müssen, was hier passiert ist. Sterbkist nicht. Widert mich inzwischen einfach nur noch an. Ihr widert mich an. Ihr widert mich an. Also nochmal der Spaß. Ich weiß noch nicht ganz, wie ich das bei der Akku-Akku-Maske da umgehen soll, wirklich. Wie ich da abbremsen kann. Aber auch ohne die Fragezeichen, die Sprungkiste zu zerstören, um die Sprungkiste. Genau das hier. Genau, genau. Ich muss einfach ein bisschen kürzer springen, dann ist alles gut. Und ich habe meine Doppelmaske. Jawohl. Zack. Und nochmal den Nitro-Kurs. Ich habe zwei Masken gut. Noch. Hier kann ich eigentlich durchschlagen. Hier ist echt egal. Bisch! Bam! Mann! Zu nehmen, weil ich scheiße bin. Echt, das ist doch nicht wahr. Ich spiele so doof. Ich komme schon zum zweiten Mal durch, aber ich raff es einfach nicht. Wie halte ich auf einer geraden Strecke an? Hm? Wie halte ich auf einer geraden Eisfläche an? Und du kannst mir sagen, ich glaube nicht, weil du checkst es nicht. Du checkst es einfach nicht. Ja, komm. Geh noch auf Risiko. Du hast ja die Leben, ist ja kein Problem. Hm, klar. Na, sicherlich. Dann. Das ist wieder so ein Punkt, wo man sich als Spieler, der es öfter zu 100% durchgespielt hat, nicht eingestehen will, dass das Spiel wirklich schwerer wird mit der Zeit. Da denkt sich, ja komm, ist doch nicht so, ist doch locker. Ja, von wegen. Siehst du ja hier, dieser Warp-Room dauert, glaube ich, alleine 2 Stunden, weil ich schlicht... Ich glaube, der 5. dauert nie im Leben so lang. Also wirklich nicht. Da gibt es dann auch keine so blöden Geheimpassagen mehr, wo man so und irgendwelche ganz komische Scheiße machen muss. Das gibt's dann nicht mehr. Ja, ja, werden auch spitz, mir egal, geh weg da. Nein, 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 nein. Ganz ruhig, Loni, ganz ruhig. Alles wird gut. Alles wird gut, okay. Aufpassen, ich habe nur noch eine Maske und ich sollte sie mit Bedacht einsetzen. Wieder versagt hier, aber egal. Mann, das ist doch nicht wahr! Ja! Ich liebe Save States! Ich liebe sie, ich hasse dieses Spiel! Ich liebe es, aber ich hasse es, ich hasse es! Ich hasse dieses Scheißspiel! Bringt mich echt nur ins Grab, dieses Ding. Wirklich, das ist Wahnsinn. Na klar, mal wieder genau ein bisschen gesehen. Weil die Gefahr ja auch Spaß macht, ja, auch ein Stück weit. Man hat ja immer noch ganze 18 Leben. Warum nicht einfach mal was machen? Einfach mal was riskieren. Mit seinen ganzen 18 Leben. Wow, Loni. Geil. Ist auch richtig der Mongo oder was? Ich mache gleich Checkpoint. Also wenn ich es jetzt nicht schaffe, mache ich dann Checkpoint, weil dann scheiß auf diese ganze Strategie-Scheiße da, der ähnliches interessiert mich dann nicht mehr. Dann mache ich einfach durch und fertig. Hauptsache, ich bin abgesichert und muss nicht jedes Mal noch wieder 100 Meter extra laufen. Nein, nein. Egal, durch. Hauptsache, ich bin erstmal gar nicht so schlimm. Jetzt können wir es mal probieren. Ja, und so ist nämlich richtig, mein Freund. Nein, du bist nicht richtig. Nein! Ist egal, Hauptsache. Was mache ich hier? What am I doing? Das ergibt keinen Sinn, was ich hier mache. Also, ich habe zweimal. Ich muss nur am Ende richtig stoppen. Also am Ende nicht sliden, nicht irgendeinen anderen Scheiß machen. Einfach richtig machen. Und zwar so. Wie lange hat das jetzt gedauert? 15 Minuten, glaube ich. Hat 15 Minuten gedauert, um sowas
Banales zu verstehen. Ja, ist egal. Das ist hier, die Nitros irgendwann kaputt gehen, das ist klar. Das ist aber immer so. So, jetzt kann ich hier nämlich von der anderen Seite hoch. Was unnötig ist, weil ich kann nämlich auch hier einfach außen rumgehen. That's not necessary. Crash, würdest du bitte? Can you please fucking do it? Fucking shit. Fucking shit. Fucking. So. Und für ein Leben, na klar. Der Herr Bandicoot gönnt sich mal wieder. Oh, 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 oh. Einmal Holz. Mal das einmal rüber. Und deswegen habe ich die zweite Maske, weil genau das hier immer passiert. Deswegen mag ich die zweite Maske. Noch nicht so früh feiern. Noch kann ich sterben. Noch kann ich sterben. Noch kann ich sterben und... Ja! Ich hab's geschafft! Der ganze Rest von dem Level ist ein Witz. Der ganze Rest ist irrelevant. Just a joke, man. Mein Herz ist am Pumpen. Das ist nicht wahr. Das ist... Liebe, aber ich hasse dieses Spiel ganz einfach. Tja, ich sag nur, wer hat den Checkpoint, Freunde? Wer hat ihn? Ich glaube, ich. Weil dieses bisschen, ne? Sowas von kein Problem, ganz locker. Noch das Leben geholt, weil ich kann sie tatsächlich wirklich brauchen gerade. Denn vor allem in Warp Room 5 werde ich einige Versuche für einige Sachen brauchen. Wir wissen schon, dass jetzt alle Kisten kaputt gehen da. Okay. Zack, uiuiui, schnell genug gewesen. So. Jetzt einmal durch. Ich brauche jetzt kein Commentary mehr. Ich muss einfach nur durchatmen. Ich brauche nichts anderes. Jetzt einfach richtig durchzuatmen. Genau, die 4 muss ich für die 4 aktivieren. Und ganz viele tolle Wumpas. Auch noch ein Leben. Eigentlich bei Crash Bandicoot, vor allem bei Crash Bandicoot 4 gewohnt bin, sind diese Leben so unnötig zu haben. Und hier auf einmal werden sie total relevant. Weil dieses Spiel... Ja, es ist kein Kinderkram. PS1-Spiele sind noch Herausforderungen. Da ist nichts. Da ist es nur für die ganz harten Banger. Das Leben. Auch mega unnötig. Ja, nicht ganz. Eigentlich brauche ich sie ja, aber... Ja, ich bin durch. Ich hab's geschafft. Und die Kistenanzahl für dieses Spiel, ne, 131, ist wirklich immens. Ich glaube, es gibt kein Level, wo man mehr Kisten sammeln muss als hier. Hier werden immer noch keine Spielchen gemacht im Level. Die bitte zerstören, dankeschön. Ich glaube, die Plattform fällt nach einer Zeit auch runter, deswegen... will ich es ruhig angehen lassen. Okay. Alles noch ganz locker. In der Party hier wird total einfach. Wenn ich da oben nicht eine Kiste übersehen habe, dann... Leute, das reicht. 155, das ist aber die Zahl. 155 ist die Zahl in diesem Level. 155 ist die Zahl der Kisten, die ich brauche. Das ist alles richtig, hat alles seine Richtigkeit. Also ich habe nichts verpasst. Ich habe nichts verpasst. Und rüber. 1, 2, raus. Dankeschön. 1, 2 und 3 for the win. Gut, das heißt, wir haben 20 Level gesehen jetzt. Aber nur 18 Kristalle. Ja, wie das geht? Das besprechen wir später. Quatsch. Okay. Sprechen wir kurz. Ich könnte eigentlich erst den Geheimgang kurz machen, einfach nur, dass ich ihn habe und dann machen wir Level 17 und 20. Ja, dann machen wir Level 17 und 20. Also auch auf regulären Wege. Erstmal Geheimgang, wie, was, wo, warum. Das machen wir jetzt.